Ja, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von, oder ich muss wieder meine Hauptbegrüßung nehmen. Also, hallo, ich ist wieder euer Launchzoro mit Let's Play. Muss mal meinen Ton lauter machen. So ist besser. One Piece Gespirit. Und es fängt gleich wieder an mit dem Rumgelege. Das ist ja schade. Gut, nee, hier hatten wir Smoker. Wir sind mit Krokodil unterwegs. Müsste das hier sein? Wir stechen den See. Ja, wir sind Mr. Zero, Sir Crocodile, oder einfach das Krokodil. Wie auch immer man ihn nennen mag. Ich habe ihn ja auch schon mal genommen in, beim letzten One Piece Projekt. Und ja, jetzt ist er wieder dran. Alter, wieso habt ihr alle eure Specials? Was ist das denn hier? Nein, Sanji, nicht mit mir. Gerne mit anderen, aber ich lasse mir das nicht. Nein. Das ist aber echt nicht. Ich meine, das ist doch hier Irrsinn. Abhauen. Was war das jetzt? Achso, das ist die Wüstensichel, genau. Weiß wieder. Okay, machen wir mal zweiten Special. Sehr schön, Lissop, dass du mich verteidigt hast. Ach so, das ist Sandsturm Pesado. Krokodil wurde dabei eigentlich von Ruffy in die Luft gekickt. Und hat dann halt Butter pesadiert. Danach hat er noch mit Sandstolz geschossen. Aber naja. Das können wir ja mal weglassen. Die kann ich ja auch machen, theoretisch. Auch wenn die hier drin nicht so aussehen, wie sie sollen. Weil hier sieht das mehr so aus wie so ein fettes Etwas. So eine Sandschlinge oder so. Bin ich immer wieder. Naja. Wie auch immer. Zeit für Special zu sorgen. Oh nein. Ich kicke einfach alle nieder, das bringt's immer. Erstmal heilen. Tot, Frankie, tot. Brot. Und verteidigen, verteidigen, verteidigen. Verdammt. Hat nicht mehr gepasst. Wüstenschwert. 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 Jetzt muss aber langsam mal einer sterben. Doch, Sanji. Und Player 2 auch noch. Ach gut, das war er hier. Er ist Player 3. Frankie, okay. Ist auch gleich tot. Ich würde sagen, ich räume hier ordentlich auf mit Krokodil. In den letzten Parts. Kam eigentlich bisher immer nur was Gutes für uns. Witziges Endbild, aber gut. Eher so, als würde er Lissop in der Hand halten. Gut. Ich meine, im Grunde ist es gar kein richtiges Endbild. Es ist einfach nur die letzte Szene, die gezeigt wird. Und es ist ja auch nur ganz kurz dann angehalten und danach geht es schon gleich weiter hier, aber egal. Für mich ist es ein Endbild. Alles schlecht, Länge. Ihr habt alle keine Chance gegen Sir Krokodil. Der jetzt, ja, hier, den nächsten Kampfpunkt. Und alle seine Einwohner. Es geht um meine Oma-Kokolo-Karte, sehr passend zum Seezug. Genauso wie diese Chimney-Karte genauso gut passt hier. Ich mach da mal. Tschüss. Doch man konnte sich verteidigen, oder?
das. Ja! Das ging. Das habe ich nämlich erst letztens rausgefunden. Ich dachte immer, man könnte nur drüber springen. Aber ich meine, man kann ja eigentlich auch sich nicht gegen so eine Welle verteidigen. Deswegen habe ich nur logisch gedacht. Sehr gut. Sandsturm hat schon viele Menschen das Leben gekostet. Nur nicht auf hoher See. Da ist eigentlich ein Sandsturm generell eher seltener da. Ich schlage vor, ich vernichte die hier. Umdrehen, umdrehen und Sandsturm, Sandsturm. Oh, verdammt, mach das andere. So, jetzt flieg. Fliegt alle miteinander. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Tschüss, Sanji. Tschüss, Chopper. Ich hätte noch genug Zeit, um euch ein paar Mal zu vernichten. Ihr könnt mir nicht entkommen. Glaubt ja noch nicht, dass ihr eine Chance habt. Scheiße. Boah, fast bin ich tot. Nein, da bleiben! Flieg Chopper! Flieg Sanji! Flieg Sanji! Flieg Frankie, der nicht mehr in meiner Richtung ist. Sand ist immun gegen Feuer, glaube ich. Müsste, ne? Ups, falsche Richtung. Na egal, auch so getötet irgendwie. Verteidigen eigentlich. Boah, ich dachte schon, er schafft. Das war dreist, Frankie. Jetzt langt's aber mal genau. Ja, ich verfall wieder zurück in meiner ursprünglichen Sprache. Ich komme ja aus dem Frankenland eigentlich. Nee, lange her, seit ich Dialekt gesprochen habe. Zum Glück. Ich bin ja jetzt mehr so fürs Hessische, auch wenn ich in NRW lebe. Hessen habe ich eigentlich, also da habe ich nie gelebt. Und ja, ich weiß, dass ich das Ganze nur laber, um von der Langweiligkeit der Situation abzulenken. Weil ich einfach nur alle vernichte. Und jetzt stirb, Sanji! Das ist kein schönes Endbild, Kumpel. Das ist kein schönes Endbild. Lass dir das gesagt sein. Aber gut, 11 Tode. Ich glaube, so viel Kopfgeld habe ich noch nie dann so schnell geschafft. Das hängt ja immer davon ab, wie gut wir sind, wie viel Kopfgeld wir kriegen, glaube ich. Jetzt geht es also ums Ganze. Ich werde sie vernichten. In Alabasta, dem Land der tollen Orte. Nee, das Land ist ja selbst ein toller Ort. Selbstverständlich. So, jetzt das hier alles raus. Sein Pauli-Karten braucht keiner. Wir machen hier nochmal Johnny und Yosaku rein. Weil die es einfach mehr bringen in dieser Hinsicht. Wir kriegen eh noch genug von den Karten, glaube ich. So, Zeit auch ihn hier durch den Kakao zu ziehen. Also. Gummipirat, du glaubst doch nicht wirklich, dass du dich nach Lodgetown schon erholt hast. Halt die Fresse, ich schlag dir sonst die Fresse aus. Genau, voll... gute Wortwahl und schlecht. Ach, scheiß drauf. Grimmig guck. Du bist wirklich jämmerlich. Vertraust in deine Freunde. Aber... auf deine Freunde, oder? Ja. Egal. Aber Vertrauen ist nur eine Einbildung. Es gibt niemanden, dem man wirklich vertrauen kann. Jeder handelt nur nach seinem eigenen Wohl. Es ist irgendeine Wirtschaftstheorie oder so. Egal. Ja, los, Chimney, Jubel.
passiert was Cooles. Oh nein, zur Seite. König Kobra hat den Stein rausgezogen. Nein. Oh nein. Das war knapp. Nein, da war noch einer. Jetzt reicht's aber. Aber wenigstens. Ne, Ruffy ist zweiter Spieler, ist klar. Jetzt ist mal Ende hier. Enel vernichtet. Nico Robin, du auch. Was macht Enel überhaupt hier? Er hat hier nichts verloren. Du sowieso nicht, Ruffy. Du wirst jetzt so erstmal dem Erdboden gleich gemacht. Du kannst Prinzessin Vivi nicht retten. Obwohl, ich glaube, in Lodgetown haben wir gegen Vivi gekämpft dann, oder? Haben wir das? Müsste, oder? Ich glaube schon, das war vielleicht auch nicht Lodgetown, sondern irgendwo anders. Vielleicht vergessen. Hä? Irgendwie war da in der Mitte der Luft stehen geblieben. In der Mitte der Luft. Das könnte ein guter Romantitel sein. Für einen dieser neudeutschen Romane. Boah, es hat aber lange genug gedauert, bis wir hier was erreicht haben in dieser Hinsicht. Ach man, oh, weicht nicht alle meiner Wüstensichel aus. Was seid ihr denn alles für blöde Spielverderber? Ach nö, nicht schon wieder. Das reicht mir aber. Jetzt will ich hier erstmal hoch. Johnny, Yosaku. Das Leuchtfeuer entbrennt. Ich werde euch alle vernichten. Nee, Sandsturm. Hat aber nicht viel gezogen. Ich weiß eh nicht, was das alles bringt. Naja. Komm, wir machen jetzt ultimative. Nein, nein. Nein, doch jetzt hier. Bam! Jetzt muss ordentlich ziehen, oder? Staub zu Staub. Und Asche zu Asche. Ach ne. Alles vertrocknet, das ist schön, Krokodil. Aber es hat ordentlich gezogen, vor allem wegen unserem Special Boost oder so. Ne, keine Ahnung, ob der Booster was mit zu tun hat. Oder ob der überhaupt was mit den Specials zu tun hat. Aber man kann ihn zumindest anderweitig jetzt nutzen. Ach gut, Moment mal, ich werde nochmal kurz Volley nutzen, um stärker zu werden. Ach, wir haben noch einen Chimney, das ist schön. Das war die Karte, die wir bekommen haben, glaube ich. Och scheiße, ich habe mich vor dem Steinschlag gerettet. Ich rette immer meine Gegner vor diesen Specials. Sowas ist nicht in Ordnung. Man muss die lieber verdienen. Sehr schön. Sehr schönes Endbild. Auch wenn die alle irgendwie mit den Köpfen ineinander hängen. Ach ja. Mr. Five. Wieso doppelt? Und nochmal Mr. Zero. Musik ist viel zu freundlich. Ha! Du hast einfach keine Chance gegen mich, kleiner Gummipirat. Sieh es ein und verrecke. Okay, Entschuldigung, ich bin kurz aus der Kontrolle geraten. Na dann. Gut, wir haben jetzt hier endlich perfekt in der Zeit sogar Crocodile Story gemacht. Mal schauen, mit welcher Story wir mal weitermachen. Was steht denn da noch an? Programm, Planer. Ja, eine weitere Tour ist gebucht in Ostasien. Ne, hier. Enel ist danach Blaufasan, danach Rob Lucky, danach Eki. Und wenn wir die alle gemacht haben, ja,
Dann schalten wir neue frei, meines Wissens. Und zwar welche, die ich jetzt hier nicht verrate. Das war ein schlechtes Lachen. Wie auch immer. Gegen einen von denen haben wir gleich auch schon gekämpft, weiß nicht. Wie auch immer. Und unerträglich, wie ich hier immer gestört werde. Das ist. Ups. Hab einfach geklickt. Na, ja, alles gut, ne? Ich bin hier voll der Gott, ey. Nein, ich erober jetzt die Welt, ja. Ich kann's halt. Denkt er sich zumindest. Aber nicht mit mir. Egal, im nächsten Part spielen wir Enel. Bis dann, ciao, euer Lorenor 2 Zorro. Ich hoffe, es hat euch gefallen und so weiter und so fort.